Moin Moin und gute Nacht, meine lieben Leute der Seichenunterhaltung. Noch was Interessantes, was ich mir mal zusammengetüdelt habe. Das war knapp jetzt ein halbes Jahr her. Ich bin mit Freunden unterwegs gewesen und fahre am Sperrmüllhaufen vorbei. Ich denke so, halt mal an, lass mal, ich will mal kicken so. So, ich darf also rumschauen. Dann finde ich ein altes Notebook, alles ohne Display, alles abgerissen. Es handelt sich dabei um ein Toshiba Tegra 8100. Ja, und hupsala. Gut, er sieht natürlich jetzt ziemlich zertüdelt aus. Das ist das Gerät. Da dachte ich so, okay, was machst du denn damit? Du hast ja natürlich kein Display mehr, das ist alles abgerissen gewesen. Ich mach mal so ein Mad Max Endzeit Notebook. So richtig abgedroschen. So. Das ist das, unter das Hauptchassis, so wie es gewesen ist. Zum Glück war Dingsbums noch dabei, das Displaykabel hat keiner abgerissen gehabt, das war noch voll funktionsfähig. Gleichzeitig auch, ich habe das Notebook an einem externen Bildschirm angeschlossen, hatte hinten einen VGA-Ausgang. Na, wo haben wir ihn da? Da. Ja, schwer zu sehen, aber da ist der VGA-Ausgang. Ran ans an einem externen Display. Boing, läuft. Geil. So, was machst du denn jetzt? Ich werde es irgendwie am Gang haben. Ich werde, wie gesagt, auch so ein Endzeit-Gedöns draus machen. Alles klar. Display rumfliegen. Ich habe ja von vielen Notebook-Bastleien einige Displays rumfliegen gehabt. Normalerweise war es ausgestattet mit einem 13-Zoll-Display. Ich habe da jetzt, bin ich bei gehabt, also einfach eins von meinen ThinkPads. Ich glaube, von einem T21er 14-Zoll-Display oder 15-Zoll? Nee, 14 Zoll? Oh Gott, ich bin echt durcheinander. Hab mir einfach dran gebastelt. Ich habe noch die alten Scharniere noch gehabt. Einfach dann beigegangen, hab mal eine Metallplatte, die ich noch rumliegen habe, mit dem Boden verschraubt. Hier fehlt irgendwas CD-ROM-Laufwerk. Da muss ich eben suchen, weil Toshiba ist da ziemlich pissig dran. Da gehen nur CD-ROM-Laufwerke drin. Ja, da dachte ich, okay, das Ding will ich wieder retten. Was mache ich daraus? Mache ich mir so ein Mad Max oder einfach so ein Endzeit-Book. Das ist dann letztendlich draus geworden. Das Display hinten habe ich mit so einer Silberfolie beklebt. Das ist eine uralte Grafikkarte, eine S3 Trio, hau mich tot. Da habe ich einfach ein paar Kabel rangeklebt. Die Kabel keinen Sinn und keinen Verstand. Hier so ein paar Kupferleitungen, das ist ein uralter RAM, den ich da einfach drauf geklebt habe. Das Ganze habe ich dann mit Unterbodenschutz besprayt, weil Unterbodenschutz macht so einen schönen matten, schwarzen, verschmutzten Eindruck. Und so habe ich das ganze Notebook halt, beklebt, besprayt. Auch die gesamte Oberfläche habe ich komplett damit behandelt. Das heißt, einmal drauf gesprayt mit dem Unterbodenschmutz. Oder halt, ihr könnt auch matten Schwarzlack nehmen. Und einfach mit, Pinsel da schon beinahe. Ja, Pinsel oder beziehungsweise, Pünktchen. Mit einem Schwamm einfach ein bisschen drauf rumgemascht, dass es einfach aussieht, als wäre das Ding irre uralt ist. Ja, und das ist dann letztendlich, schade, dass ich es leider nachts wieder mache. Das bekloppte Endergebnis. Wie gesagt, die Scharniere und das Display stammen von einem IBM ThinkPad T21 oder T22. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz so sicher, weil ich habe so viel Material rumflattern. Ich brauche irgendwie was Helleres hier. Das ist dann halt so letztendlich geworden. Installiert habe ich da drauf Windows XP. Ursprünglich ist der Teil ausgestattet mit 128 MB RAM. Ich habe jetzt 256 MB SD-RAM S0 dem eingebaut. Eine Festplatte, ich weiß gar nicht, was ich reingeknallt habe. Ich glaube, ich müsste jetzt eine 60 GB Samsung-Platte mit 5400 Umdrehungen pro Minute sein, weil die 4200 sind echt ein bisschen zu lang. Lahmarschig. Und es ist recht stabil. Also das Ding ist mir schon mal auf den Boden geknallt. Zum Glück nichts passiert, weil natürlich doof, dann könnt ihr euch das nicht präsentieren. Und leider ist natürlich nach all den Jahren die BIOS-Batterie leer. Das heißt, er hat so seine Schwierigkeiten. Oh, jetzt haben wir einen Vorführeffekt, dass sie natürlich nicht. Ah, doch, da. Ha. Wie Sie sehen, sehen Sie etwas. Windows XP. Oh, geil. Ja. Das macht man halt aus Schrottengeräten, die man irgendwo auf dem Sperrmüll findet oder mal irgendwelchen verrückten Bastelideen. Und dann machen wir halt sowas draus. Das ist halt so mein Experiment gewesen. Der Vorteil ist natürlich, man muss auch darauf achten, dass die LVDS-Anschlüsse
die gleichen sind, also beziehungsweise es gibt verschiedene LVDS-Anschlüsse. Einmal die haben Pins und einmal haben sie solche, oh Gott, wie soll ich es, einmal so Pin-ähnlich und einmal ist es so eine Art, ich weiß gar nicht, also es sind zwei unterschiedliche LVDS-Anschlüsse. Und zum Glück haben die vom Toshiba mit diesem Original, das Original-Display gab es auch dabei gewesen, haben zu dem ThinkPad-Display gepasst. Man kann sie untereinander mischen. Ich weiß allerdings auch unter anderem, dass zum Beispiel bei der T60er, 61er Serie in den Display ein, ja, ein Chip verbaut ist, der dem Ding sagt, so, nee, du gehörst hier nicht zu, willst jetzt nicht funktionieren. So gesehen ist es halt das Endzeit-Notebook Frankensteinbock. Mau. Ne du? C'est wusch. Ja, das macht man aus Schrott. Und es macht mir Spaß zu basteln. Also, in diesem Sinne, see you later, Alligator, und Mool Abend. Bitte.